Titelneger ben. Dat was voor mij ganz interessant. Der arme Mann, der 24 Stunden da sitzen muss in Ruhe. Nackt. Das ist ja okay. Ich denke immer, nackt sein für einen Mann ist sehr schwierig. Ich meine, nicht? It will be very interesting being naked there later when all the people are watching. Yeah. I don't know how I feel then. It's the first time for me being naked in public, so. Für mich ist einfach das Arbeit mit menschlicher Körper, so wie er ist, ist eigentlich das Wichtigste und Mann gehört eben dazu. Wir kennen männliche Akt auch aus den Medien und dann es gibt ein Sixpack und ein Schwanz am Stehen, aber das ist 99% der Zeit überhaupt nicht so. In 24 Stunden geht es eigentlich so, dass das Arbeitsprozess wirklich nie aufhört in diesem Zyklus. Habe ich immer wieder persönlich ein sehr bewusstes Lernprozess. Es ist ein Wechsel, es geht hoch und runter. Manchmal wird, ich merke es auch in den Positionen, manchmal wird es anstrengend, manchmal fällt es einfach. Ich zeige eigentlich alles, was ich bin in diesen 24 Stunden, wo Heiko zeigt sich selbst auch. Das ist für mich das Spannendste, mit einem anderen Menschen diese Beziehung aufzubauen. If I feel comfortable with the audience, if I trust them, then it's fine. And Daniel and me, we build kind of a trust relationship. You have to be open in their heart, so he can, so that we can interact with the energies. One of the things that I see today in a lot of artists, they take a photo of somebody and then they paint it. This is not the same. When you work with people, it's about looking at people and confronting. Confronting is the wrong word, but it's communication. It's being with somebody. It's being present in the presence of somebody else. Für mich was ganz Spezielles, hier so zu erleben, auch von zwei Männern, letztendlich geformt, die sich gegenseitig inspirieren. Es ist eine ganz natürliche Begegnung, nicht in Richtung Pornografie gehen oder anders, sondern einfach ganz normal. Eher gedacht, wenn jetzt jemand da malt, nackt, sind die Bilder vielleicht weicher. Sie strahlen sehr, sehr viel Kraft und Energie aus und das überrascht mich. I think the way he does the humus, he's showing how good he can do it. Then he does something extra. Das Malen zum Beispiel gefällt mir sehr, sehr gut, weil er in seiner Reduktion auch einen wahnsinnig starken Ausdruck hat. Man kann das sehen, wenn der Strich, der hört auf, das geht nicht mehr weiter, aber man kann sich vorstellen, wie das weitergeht. Weil man auch sehr viel interpretieren kann in das Bild. Ich habe etwas gelernt, ich mache es gut und dann scheitere ich dran. Das heißt, das absolute Scheitern. Und 24 Stunden ermöglicht mich, diesen Prozess eigentlich immer wieder erleben.